Lieben, ich grüße euch. Ich lasse jetzt einfach mal laufen. Es war eine ganz spontane Idee. Das Video zu machen. Wenn einige von euch noch nicht wissen, wer ihr seid, wo ihr hin wollt, oder das Gefühl haben, es fehlt euch was, gerade jetzt, dann solltet ihr vielleicht gar nicht so Unrecht haben. Ich hatte gestern wieder eine Sitzung und ich nenne sie hier mal Elva. Wir hatten letztens schon darüber gesprochen. Und sie hat einen starken Bezug zu den Pyramiden. Und gestern haben sich uns, ich würde sagen, unser höheres Selbst, unsere Uressenz. Und wir haben gesehen, dass sich unsere Uressenz aus unserem Körper verflüchtet hat. Das heißt, ein Seelenanteil, unser Urseelenanteil, wenn es sogar der Atlantische ist, denn so hatten wir das Gefühl. Aber wir bleiben jetzt mal bei dem Ur, damit ihr wisst, wie weit ich zurückgehe mit dem Uressenz. Diese Anteile, diese Astral, wir haben sie als Astralwesen gesehen, was aber unser höheres Selbst ist, möchte zurück in unser Bewusstsein. Es scheinen die Pyramiden auf der Welt. Wie hatten wir das? Ich mache, glaube ich, darüber nochmal ein Video, die Bezeichnungen, die wir in dieser Sitzung hatten, dass ich die nochmal genau schildere. Auf jeden Fall sind die Pyramiden Kommunikationsbauten oder wo in dem Inneren der Pyramiden ein Feld entsteht, wo ein Hologramm und alles, also es ist eine ganz, ganz andere, eine ganz weite Kommunikationsmöglichkeit, wo eine Kommunikation in der Galaxie stattfinden kann. Das heißt, es kann sich dort ein Feld aufbauen. Warum, wieso? Ich sage jetzt nur, was ich gesehen habe. Also die Pyramiden sind wohl so konzipiert, dass sich da ein Feld aufbauen kann, dass eben diese Kommunikation nach draußen möglich ist und an sämtliche Planeten, also sozusagen im Ganzen, in der ganzen Galaxie möglich ist. Darüber hinaus ist aber dort wohl auch eine Art Schwingung und Frequenz, wo wir unsere Uressenz finden. Das heißt, unsere Uranteile schwingen hier auf der Erde, um die Erde und wollen in unsere Körper zurück oder besser gesagt in unser Bewusstsein zurück. Und ich denke, dass wir haben auch gesehen, wie aktuell und das war nicht einfach alles. Wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Künstlich ist. Es war wirklich schockierend. Wir waren zwischendrin manchmal sprachlos und haben gesagt, wirklich alles. Ist wirklich alles so eine große Lüge? Aber alles ist im gleichermaßen da und in der Wirklichkeit, in der Natürlichkeit, so wie es tatsächlich war, ist alles noch da.
Und wenn jetzt jemand spürt, einen Ruf spürt in sich, dann kann ich nur raten, mir hat es ist diese Nacht so viel bei mir passiert. Aber da gehe ich auch nochmal drauf ein. Wenn ihr einen Ruf spürt, und das war bei mir ebenfalls so, ich habe erst schemenhaft, oder schemenhaft meine ich damit, ich wusste, irgendwas fehlt mir, irgendwas, oder ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich will, und also irgendwas, ah ja, genau, ich habe es Feuer genannt, genau. Ich habe immer gesagt, ich habe das Gefühl, mir fehlt etwas, etwas, ein Feuer in mir. Und das ist nicht immer weg gewesen. Vielleicht war es auch da, aber ich konnte es nicht spüren. Ich weiß es nicht, ja. Aber auf jeden Fall will ich zurückkommen zum Thema. Wenn einige von euch merken und spüren, sie sind auf der Suche, oder sie spüren, da ist etwas, was sie sind noch nicht, da will etwas in ihnen wachsen, oder da will etwas vollständig, ihr wollt vollständig werden, oder. Dann stellt euch vor, ihr geht in, wir haben es halt über die Pyramiden, und ich denke, das solltet ihr einfach genauso machen. Stellt euch vor, ihr geht in die Pyramiden. Denn in der Pyramide und durch die Pyramide könnt ihr den Kontakt aufnehmen zu der Astralwelt, wo eure Uressenz, euer Anteil, euer weiser Anteil, der die ganze Natürlichkeit in sich trägt. Und wenn ihr eure Natürlichkeit, eure Uressenz, das, was jetzt für euch wichtig ist, zurückholt zu euch, und das ist ja im Grunde genommen, ist es ja eigentlich ein Ruf, ein Wissen, ein Feuer, was in euch brennt, was man in euren Augen sieht. Wir sehen alles unser Sein sieht man in unseren Augen. Schaut den Menschen in die Augen. Wie leer sind viele Augen. Oder suchend. Oder sogar schreiend. Und wenn ihr dann in der Pyramide seid, bittet euer höheres Selbst, euch wach zu küssen. Oder meist kommen unsere Anteile, ich sehe sie immer hinten stehen, und sie kommen dann, bei mir sind sie ist dieser Anteil von hinten in mich. Und bei Elva von oben durchs Kronenchakra. Ich denke, dass es eine Zeit ist, die jetzt sowieso kommt. Dass es an der Zeit ist, dass die Menschen aus diesem ganzen künstlichen. Wir hatten die ganzen Planeten da drin gesehen, die hat man uns so gezeigt. Und was für Wissen und Möglichkeiten wir einfach mal als Wesen hatten. Und da habe ich gesagt, ja, da komme ich wieder zurück, dann wissen wir, warum wir so wenig von unserem Gehirn nutzen. Und ich hatte unter anderem, weil am Anfang war es so, dass Elva eher empfangen hat, und ich habe
vervollständigt oder Gefühle oder Ergänzungen gemacht. Und sie sah eben dieses Hologramm, wo unsere ganze Galaxie zu sehen ist und die ganzen Planeten und wie ein riesiges blaues Wesen. Liebe, Liebe pur. Dort kommuniziert hat mit uns und mit die Verbindung hergestellt hat zu diesen ganzen Planeten. Und dann habe ich gefragt, was ist mit dem Mond? Diese Frage kam halt. Und dann sagte sie, der wird einfach weggeschoben, der wird gar nicht beachtet. Und nach dieser Aussage begriffen wir, wie viel dieser Welt in der künstlich erschaffenen Matrix lebt. Und ich sage jetzt absichtlich lebte. Wenn ich euch sage alles, dann meine ich alles. Aber es ist an der Zeit, dass wir unsere Herzen, damit beginnen wir nämlich. Unser Ja sagen wir, wenn wir unsere Herzen wieder spüren. Wenn wir den Mut haben, aus diesen Zwängen auszutreten und da komme ich wieder auf den Satz, den ich vor einem halben Jahr schon, oder was vor einem Jahr, ich weiß nicht, die Zeit vergeht so schnell, raus aus den Spielen der anderen. Und jetzt ist aktuell die Zeitqualität, dass ich sage, nicht mehr in der Defensive spielen, sondern in der Offensive. Also raus aus diesem, dass man wartet, was kommt vom Außen und nur noch darauf zu reagieren, sondern sich bewusst zu werden, dass wir alle Möglichkeiten haben. Und die Möglichkeiten beginnen mit unserem Sein auf Astralebene. Da können wir unsere Wirklichkeit erschaffen. Ja, dieses Gehirn kann wesentlich mehr, als wir glauben und als uns gesagt wird. Stellt euch eure Welt vor, wie ihr sie haben wollt. Wir haben Werkzeuge und wir sind so mächtig. Hier entstehen die Bilder und hier das Herz bringt Leben in diese Bilder. Und das ist erschaffen. Und das Feuer ist die Seele, ist der Funken. Und das Wissen ist unser Anteil, der da ist. Und wir wissen eigentlich so viel. Ja, zurück zu diesem Wissen, wenn ihr dieses erlangen wollt, wenn ihr euren Weg finden wollt, euren Seelenweg, eure Bestimmung, das, was ihr seid. Und wenn ich jetzt einfach im Kleinen, im ganz Kleinen, ich wollte schon sagen, im Schnöden, wenn ihr einfach wieder glücklich sein wollt, und das reicht ja schon, das ist doch alles, was wir wollen. Wir wollen glücklich sein. Wir wollen nicht irgendwelche großen Aufgaben wälzen, wir wollen einfach nur glücklich sein. Und wenn ihr euren Weg des Glücks gehen wollt, dann lasst diese. Ich werde vielleicht mal schildern, wie ich sie gesehen habe. Das hilft jetzt vielleicht. Ich hatte gerade geschildert, wie Elva in der Pyramide diese ganzen Hologramm und alles sowas gesehen hat.
Bis ich dann auf einmal sagte, Moment mal, stopp. Wir wussten vorher nicht, muss ich dazu sagen. Wir dachten, wir sind in Kontakt mit unseren Sternengeschwistern. Wobei ich sagen möchte, ihr verwischt sich wahrscheinlich auch alles. Aber ich möchte jetzt erstmal da bleiben, wo wir sind, wo ich. Es kam gerade der Akku nur noch 15%. Oh Gott, muss ich mich beeilen. Moment, ich mache mal kurz, ich schließe mal kurz das Handy. Kleinen Moment. Oh, das ist halt echt spontan, das Video. So, jetzt. Jetzt muss ich wieder reinkommen. Ja, ich denke, das verwischt sich hier auch. Das ist aber gar nicht mal jetzt das Thema. In dem Moment sagte ich, Moment, sie sind gerade hier. Also ich habe sie wahrgenommen bei mir, unmittelbar bei mir in meinem Wohnzimmer habe ich sie wahrgenommen. Ich sage und habe sie beschrieben. Jetzt versuche ich mal, das zurückzuholen. Also erst einmal habe ich, sie war ruhig, weil sie hat sie ja auch gesehen und hat dann mir zugehört. Und ich habe dann beschrieben, sie sehen sehr lang, schmal, blau. Sie sind nicht, sie sind keine Körper in dem Sinne, sondern es, ja, sie scheinen so wie Astralwesen. Sie scheinen, sind sehr leicht durchsichtig und sie sind so pur, so einfach so pur, so pure Natürlichkeit, pure Liebe. Aber auch fast ein bisschen kindlich hatte ich das Gefühl. Sie waren größer als wir, aber auch kindlich, aber nicht naiv, sondern sehr viel Wissen, aber einfach in sich so rein. Ja, das passt vielleicht. Und ich war so erfüllt, als ich mich da reingefühlt habe, um sie zu beschreiben. Und Elva sagte, ja, genau so habe ich sie gesehen. Bis wir dann aber später bemerkt haben, dass sie der Schlüssel sind. Dass sie unser Schlüssel sind. Und so wie wir unser, wie sie unser Schlüssel sind, habe ich gesagt, wie im Kleinen, so im Großen. Wenn wir unseren Schlüssel finden, unsere Uressenz und uns mit ihr wieder verbinden, also nicht nur, dass sie da ist und irgendwo rumschwebt und nur dieser silberne Faden da ist, sondern dass wir an den silbernen Faden unsere Uressenz heranholen, ihr gegenüberstehen und sagen, komm, wir gehen nach Haus. Und nach Haus gehen heißt, wir finden in uns das Zuhause. Wieso gibt es manchmal Menschen, wenn man sie umarmt und dann denkt man, oder man sagt dann, wenn ich den umarme, dann habe ich das Gefühl, ich bin zu Hause. Weil wir wissen, dass wir in irgendeiner Form unvollständig sind und uns in gewisser Form etwas fehlt. Und dann kann ein anderer Mensch dieses Gefühl einen manchmal so, diese Leere füllen. Aber natürlich nicht immer und er kann es nicht ersetzen, aber er kann einem einfach so wie so ein Ruf. Er kann uns zeigen, spiegeln. Siehst du, spürst du da was? Spürst du, wie es sein kann?